Für die Mitgliedsbetriebe der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar wird es immer schwieriger, vorhandene Ausbildungsplätze adäquat zu besetzen. Dies war das Fazit von IHK Rhein-Neckar-Präsident Dr. Axel Nitschke bei der Vorstellung der diesjährigen Zahlen zu Ausbildungsplätzen anlässlich der IHK-Lehrstellenbörse in der Print Media Academy in Heidelberg am 3.7. Die Zahl der bis zum Stichtag 30.06. abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge in handwerklichen, gewerblichen und industriellen Berufen in der Metropolregion sei auch in diesem Jahr rückläufig, hieß es. Insgesamt seien 7,1% weniger Ausbildungsstellen besetzt worden. Während im Neckar-Odenwald-Kreis die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zwar deutlich um 9,7% stieg, sah dies im Rhein-Neckar-Kreis mit minus 8,8% und besonders in der Stadt Mannheim mit einem Minus von 12,8% deutlich negativer aus als im Vorjahr. Vor allem kleinere und mittelständische Firmen hätten Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, da die etablierten Großkonzerne bei den Interessenten immer gefragter würden, hieß es bei der Bekanntgabe der Zahlen. Bis 2030 rechnet die IHK deshalb mit einem Mangel von bis zu 46.000 Fachkräften im Handel und Handwerk in der Region. Wir können erfreulicherweise feststellen, dass die Betriebe mehr Ausbildungsstellen anbieten, sodass viele Stellen jetzt auch noch frei sind. Wir haben heute auf der Lehrstellenbörse in Heidelberg ein Angebot von über 700 freien Ausbildungsstellen, also jede Menge Chance für die Jugendlichen. Andererseits stellen wir fest, der demografische Faktor schlägt schon zu und es sind weniger Ausbildungsverträge, die abgeschlossen werden. Also wir haben zurzeit einen klaren Trend zum Gymnasium, zum Abitur, zur Hochschule. Das ist in den Schulen schon angelegt und wir werden als IHK-Nation einfach stärker auf die Schüler schon zugehen wollen, um mit den Unternehmen in den Schulen den Jugendlichen nahezubringen, was denn für Chancen bestehen darin, wenn sie gleich einen Beruf lernen. Sie haben ja immer noch die Chance, anschließend bei der Durchlässigkeit unseres Systems dann auch noch ein Hochschulstudium anzuschließen. Auch die Politik sei zum Umdenken gezwungen und müsse Ausbildungsberufe wieder mehr in den Fokus stellen. Deutlich zu spüren war der Rückgang auch bei der an diesem Tag abgehaltenen Lehrstellenbörse. Während im letzten Jahr noch rund 600 Interessenten in die Print Media Academy gekommen waren, fanden sich in diesem Jahr nur sporadisch Ausbildungssuchende ein, um sich bei den ausstellenden Betrieben über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Für diejenigen, die dennoch kamen, standen deshalb die Türen weit offen und Informationsgespräche an den Ständen der Unternehmen und beim Bewerbungscheck der IHK konnten sehr detailliert geführt werden. Für welchen Beruf interessierst du dich denn? Also ich habe mich bei Lidl beworben. Ich habe mich auch jetzt da oben erkundigt und das wäre auch jetzt auch was für mich in den kaufmännischen Bereich, Einzelhandel. Es war gut eigentlich, weil ja nicht viel los war und dann hat man bessere Chancen und länger zu reden auch. Was ganz wichtig ist und häufig vergessen wird, sind eben auch Praktikumsbescheinigungen oder Bescheinigungen für Nebenjobs. Das ist ganz wichtig für die Bewerbungsunterlagen, aber ansonsten natürlich auch die üblichen Dinge wie Anschreiben, Lebenslauf und Schulzeugnisse. Sind die Ausbildungssuchenden da gut vorbereitet schon? Wissen die Bescheid? Ja, also im Großen und Ganzen sind das schon gute Unterlagen, die ich jetzt heute gesehen habe. Es gibt zwar immer noch so das eine oder andere, was man noch optimieren kann, aber grundsätzlich ist es ganz ordentlich, was die Schüler mitbringen. Gerade auch für diejenigen mit schwächeren Schulabschlüssen bieten sich durch den Mangel an qualifizierten Ausbildungssuchenden neue Karrierechancen, da Unternehmen zwangsläufig auch vermehrt diese Bewerber berücksichtigen. Die IHK Rhein-Neckar reagiert auf den Rückgang der Ausbildungsinteressenten mit einem Sonderprogramm zur Fachkräftesicherung, das in Kürze genauer vorgestellt werden wird. Außerdem soll mit dem Pilotprojekt Stark für Ausbildung die Ausbilder noch besser auf Jugendliche mit schwächeren Bildungsabschlüssen eingestellt und für neue Förderinstrumente qualifiziert werden.